Hallo, willkommen in der Hobby-Ecke. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um, unter anderem, diese Uhr. Schaut, sie läuft und läuft und läuft. Ja, stelle ich euch vor, zeige euch, wie ihr das mit dem Uhrwerk zusammenbaut. Und ja, sie läuft und die Zeiger gehen mit. Habe ich getestet. Richtig schön. Ja, natürlich geht es nicht nur um diese Uhr. Es geht auch um Blümchen. Und ja, lasst euch überraschen, um was es noch geht. Nach dem Intro geht's los. So, jetzt stelle ich euch mein Blümchen vor, unser Blümchen. Viele kennen es ja schon, haben es ja schon bei TikTok und Instagram und Facebook gesehen. Und zwar ist das wieder ein Bild mit Gabriella. Ein Bild so goldig und süß. So, ich werde wieder, ja, bitte das nur machen beim gegossenen Kleber, nicht bei der Klebefolie, aber ich kann jetzt, genau, mein Mäuschen, ich kann jetzt nicht so lang warten, bis ich das glatt lege. Das legt sich ja eigentlich total ratzfatz. So, ist die nicht süß, unser Blümchen, weil außenrum lauter Blümchen sind. Genau, also, eine Leinwand, 40 x 40, gell, bist du meiner Meinung, ich auch, kuschelig, wie da hinten. Dann, wenn ihr sie anseht, es glitzert auch. Die Leinwand hat jetzt auf das Painten keinen Einfluss, aber es ist einfach hübsch. Genau, hat 32 Farben. Von den Farben, von den 32, sind 4 Strasssteine dabei. Ich zeige euch jetzt mal den Druck. Der ist auch fantastisch. Runde Steinchen haben wir hier. Jetzt schauen wir mal. Wo haben wir denn hier einen Strass? Das X zum Beispiel. Das X ist Silber. Ja, das ist so um die Mieze. So um die Mieze rum. Und auch in der Mieze. Ja, dann haben wir noch, was haben wir denn hier noch? Genau, 601, das ist ein Rot. Das ist in der Nase, das ist das X. Und in den Blümchen teilweise. Dann haben wir noch das T, das ist ein Blau. Was ist denn, Mäusebär? Die schimpft mit mir. Das ist in den Augen das Blau. Also werden die Augen richtig schön leuchten. Und dann haben wir noch das K 318, das ist ein Grau. Gucken wir mal. Ah ja, das K ist das hier. Ja, das sind diese, ja, Konturen, so in der Mieze und auch außenrum. Also denke ich, wird schön leuchten. Dann haben wir hier noch Sticker, die bekommt ihr auch. Das sind Sticker für eure Döschen, die sind schon vorgeschnitten, die könnt ihr einfach abziehen. Dann habt ihr das Bild, das könnt ihr ausschneiden und in euer Tagebuch kleben. Habt ihr da noch die Nummer. Und 40x40 ist das Bild, wo ihr mich überall findet. Ja, und dann noch ein bisschen Blümchen. Genau, kriegt ihr auch dazu. Und natürlich ein Toolkit. Ein schönes Mosfa-Schiffchen mit Pinzette. Toolkit, nein, Standardstift, ein Squishy und blaues Wachs mit Döschen. Und dann den tollen Coverminder. Ich liebe diese Coverminder. Die sind so schön. Also der ist auch noch speziell in einer Kunststofffolie, damit er ganz geschützt bleibt. Ja, was schimpfst du denn so, Mäuslein? Ja, ist ja schön, dass du da bist. Ja, da schau mal, das ist ein Kollege von dir. Kollegin, ich finde den so schön und deswegen Blümchen, außenrum sind die Blümchen, gell? Ja. Tja, Kollegin. Och, Mäuslein.
Genau. Hinten ist Magnet und vorne ist Glas. Also lasst es bitte nicht am Boden fallen. Das ist mir letztes Mal passiert und dann ist ein Eck abgesprungen. Das war meiner. Den muss ich jetzt wieder mit Silikon, mit Sekundenkleber ankleben. Das jetzt. Also es ist Glas. Wenn euch das auf den Boden knallt, nicht so gut. Aber trotzdem, er hat ein schönes Gewicht und hält die Folie zurück und er sieht einfach nur gut aus. Kriegt ihr auch dazu? So, und jetzt schauen wir uns die Steinchen an. Schaut mal, das sind runde und wie ich finde, sehr, sehr schöne, gute Steine. Also ich sehe hier auch kein Abfall drin liegen. Also, es sind sehr gute Steine. Gell, findest du auch, Mäuschen? Genau, wieder in Zipbeutel verpackt. Da kommt ihr nochmal. Schnecki. Also, richtig, richtig schön. Hier ist Strass. Ah, die sind ein bisschen versteckt. Da unten ist Strass. Also, es müssen vier dabei sein. Vier verschiedene Farben. Und die Farbpalette ist doch ganz schön, auch mit Orange. Ja, also gefällt mir sehr gut. Ja, meine Lieben, wenn ihr euch dieses Bild sichern wollt, es ist noch vorhanden im Shop. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich verlinkt bei Instagram oder TikTok oder auch Facebook, damit ja, wir alle sehen, wie schön dieses Bild ist. Schatzi, Mäuslein, unser Schmusetiger. Bitte nicht zu auf. Ja, genau. Ja, genau, das wollte ich euch zeigen. Es kommt jetzt noch ein ganz süßes Bild. Das ist nicht von Gabriella. Das ist aber trotzdem goldig. Ich möchte noch gar nichts sagen. Das ist schon produziert. Das ist jetzt auf dem Weg. Der Coverminder auch schon. Hoffe ich, dass er mal kommt. Genau. Und dann werden auch noch einige Bilder von Gabriella kommen, weil die macht richtig schöne Bilder. Schatzi, jetzt möchte ich dieses Bild wieder einrollen. Genau. So, ich finde das Herz allerliebst. Und na Schatzi, drauflegen bitte nicht. Und ja, wer jetzt runde Steine lieber mag als eckige, der kann hier gerne zuschlagen. Genau. Ein tolles Bild. So, jetzt ist Beach Time. Ja, ihr wisst ja alle, dass ich auch dieses Strassbild im Shop habe und genannt Beach Time. Geh mal spazieren, geh mal weg. Und zwar habe ich gependelt. Hier, also bis jetzt so und runter, also seht ihr. Und diese Strasssteine lassen sich so toll legen. Ich bin bloß immer so ein bisschen geschlampert, wie man in Bayern sagt. Genau, also sie lassen sich so schön legen. Sie passen genau in die Ecken rein, also in die Kläften. Auf die auf die Plätzchen, auf diese Quadrate. Das wollte ich sagen. Das passt so gut. Und ihr seht auch, wie wahnsinnig toll dieser Stern rauskommt. Also, und die Muscheln. Und also das ist ja eine Koralle hier. Und zwar es ist sagenhaft, wie diese Strasssteine das hervorheben. Und ich kann euch sagen, es glitzert und leuchtet. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wieder in der Kamera so seht. Ich finde das immer so schade. Aber es leuchtet und schimmert und glitzert. Es ist richtig toll und es lässt sich super schön legen. Und ihr seht, wie das rauskommt. Da ist eine Muschel, wie die Muschel schön rauskommt. Also ich finde es fantastisch. Dann dazwischen ist der Sand, da sind noch Muscheln, dann der Stern dazu. Also ich, sagenhaft. Also ich liebe es, es zu legen. Und weil die Strasssteine alles so gleichmäßig sind, also es ist toll. Also das Bild hat 38 Farben, 38 verschiedene Strasssteine und ihr bekommt da auch wieder den
gläsernen, habe ich jetzt bloß gar nicht da, den gläsernen Coverminder dazu. Genau wie bei Blümchen. Ich habe jetzt die Coverminder umgestellt, weil die anderen zu leicht waren. Die haben dann teilweise die Folie nicht gehalten. Und das war dann nicht so. Ja, gut. Und leider kam es, eine Kundin hat mich gefragt, ob man das nicht als Needleminder umbauen kann. Aber das geht leider nicht. Also ich habe es ausprobiert. Oben an der Kuppel hält die Nadel nicht. Allerdings unten ist ja der Magnet. Da könnte man die Nadeln, oder da könnte man ihn als Needleminder verwenden. Aber man kann ihn auch nicht umbauen. Ich wüsste jetzt nicht, inwieweit, weiß ich jetzt nicht. Also schade, aber ja, genau. Das wollte ich euch zeigen, dieses Bild. Ich finde es so schön und ich freue mich heute schon wieder. Das mache ich auf alle Fälle fertig und ich werde auch dann noch hier so beginnen. Das ist ja die Koralle und man sieht ja jetzt hier schon die, ja, wie soll man sagen, eine Koralle hat ja so wie im Gehirn so Einbuchtungen und die sieht man hier schon und das geht ja nach oben weiter und da bin ich gespannt, auch dieser Seestern da oben und also es ist einfach toll. Also mir gefällt es sehr gut und nachdem, wie ihr das Bild kauft, gefällt es euch auch. Und schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr mehr solche Bilder haben möchtet oder auch mehr eckige Strasssteinbilder, also wo komplett nur Strasssteine sind. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr gerne haben möchtet. Genau, es wird jetzt noch ein Bild mit Gabriella kommen, ein ganz süßes. Das wird wohl Harzsteine mit AB-Steine sein. Und dann möchte ich noch, ja, es gibt so viele Varianten, so viele Sachen. Also ich könnte ja bestellen und bestellen. Ja, es wird auch noch viel kommen, viel, viel schöne Sachen. Genau, wollte ich euch zeigen, wie weit ich mit diesem schönen Bild bin. Also ich kann es empfehlen, es ist toll zu painten. So, nun wollte ich euch die Totenkopfanhänger zeigen. Und zwar sind die jetzt bei mir fertig. Ich habe die fertig gepaintet. So sehen die aus. Wollte ich euch zeigen. Bunt. Ja, das war richtig Konfetti. Das war jetzt gar nicht unanstrengend. Aber ich finde sie natürlich vorn und hinten. Und aber die sehen natürlich schön aus. Also das ist wirklich, wirklich, ja, nicht schlecht. Glitzern und glänzen. Da ist ein Steinchen schief. So, ich habe die noch nicht versiegelt. Ich wollte euch jetzt zeigen, wie die glänzen. Es ist einfach schön. Es ist richtig hübsch. Mal mehr Gelb, mal mehr Orange, mal mehr Grün. Also, und alle irgendwie anders, aber nicht gruselig. Ich finde, sie sind schön gemacht. Das wollte ich euch zeigen. Die gibt es ja bei mir im Shop, sind erhältlich. Ja, die Totenkopfanhänger sind das. Letzte Woche habe ich euch ja diese Hunde und Hündchen und Kätzchen-Uhr vorgestellt. So, und jetzt habe ich mir gedacht, eine Uhr mache ich mit euch. Das werden wir jetzt miteinander painten und auch, was ist noch hier, ein Zeiger oder was auch immer, genau, werden wir das fertigstellen. Ich habe hier nämlich einen kleinen Lieferschaden, die anderen, das war der einzige. Seht ihr das? Das ist da gebrochen. Ja, deshalb mache ich das jetzt. Genau. Dann gucken wir mal, wie die Uhr aussieht.
Ich habe jetzt hier diesen Hund gepaintet. Schaut mal, süß, oder? Glitzert. So, jetzt nehmt ihr dieses Teil und setzt die Mutter drauf, steckt sie durch das Löchlein, so, und nehmt Mutter, also die Beilagscheibe war das vorher, die Mutter und dreht das fest. Genau. Jetzt sollte man da, ja, genau. Ein bisschen fester noch. Genau. Dann nehmt ihr von den schwarzen Zeigern den kleineren, drückt den etwas runter, bis er einrastet. Dann kommt der größere schwarze Zeiger, ich muss das hinlegen, auch drüber. So, und jetzt kommt der Sekundenzeiger. Da ist so ein kleiner Stift drin und hier ist ein Löchlein. Und da müsst ihr gucken, dass dieser kleine Stift, genau, so sieht es dann aus. Gut, dann kommt noch der Fuß dran. Seht ihr das? Das wird hier festgeschraubt. Genau. So, so steht er. Jetzt hole ich noch schnell eine Batterie und dann sehen wir weiter. So, ich habe jetzt hinten die Batterie hier eingebaut und ihr seht, der Sekundenzeiger läuft. Super, ist doch hübsch, oder? Ja, haben wir das auch. Ja, jetzt habe ich diese Uhr, dieses Hündchen. Genau, stellen wir nochmal genau ein. Ja, es stimmt eigentlich, wir haben so, aber noch ein bisschen. So ist gut. Genau. Na, Steinchen. Sieht doch hübsch aus, oder? Ja. So. Genau, und wenn das am Schreibtisch steht, das ist doch süß. Das ist doch richtig goldig. Ja. Also, meine Lieben, ich wünsche euch sehr viel Spaß mit euren, ja, Bildern, mit euren Projekten, die ihr habt. Jetzt schauen wir hier mal. Na? So. Genau, jetzt geht er. Ich wünsche euch sehr viel Spaß mit euren Projekten, euren Bildern. Ja, bleibt mir gesund. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß und Freude. Genießt den Sommer. Im Moment regnet es ja, aber ja. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Die Zeit läuft, wie ihr seht. Ja, wenn ihr das Hündchen ist das, wenn ihr das Kätzchen haben wollt oder das Hündchen bei uns im Shop erhältlich. Und folgt mir doch gern Instagram, Facebook, TikTok. Ja, stöbert in meinem Shop. Es gibt immer tolle Sachen. Und wir sehen uns wieder nächste Woche. Tschüss! Euch noch sagen wollt, ich habe ja die Uhr zusammengebaut hier und sie läuft und dieses Teil ist übrig geblieben. Braucht man nicht unbedingt. Ich habe jemand gefragt, der von Ahnung hat und der hat gesagt, das ist einfach nur irgendwie dabei und braucht man nicht. Also die Uhr läuft, wie ihr seht, richtig gut, richtig toll. Ich habe euch gezeigt, ja, wie das aufgebaut ist, alles. So, hinten ist die Batterie drin. Und das müsst ihr nicht verbauen. Das müsst ihr nicht verbauen. Okay, dann tschüss.